Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer Car. Ja, in der letzten Folge sind wir mit dem fertigen Auto. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt in der Folge 3, 4. Die letzte Folge war 5 oder 3. Ja, wir hatten das Auto schon fertig gebaut, außer halt Batterie, Keilriemen und Zündkerze. Die Räder waren aber schon dran. Ja, in der letzten Folge sind wir hier nach Periyagi gefahren. Warum ist die Textur von... Okay, sieht etwas komisch aus. Moin. Hat er? Grüß, okay. Sind wir hier nach Periyagi gefahren für den TÜV, denn ich sehe gerade, der TÜV ist offen. Das ist gut. Deswegen fahren wir jetzt mit My Summer Doggo. Berg. Park. Mit Doggo fahren wir jetzt hier in den TÜV. Woof. In den TÜV. Woof. Zum TÜV. Berg. Und ich hoffe, wir haben auch alles. Wait a second. Wir haben keine Lichter. Ich glaube, das sollten wir noch reparieren, bevor wir... Das sollten wir mal ändern, bevor wir zum TÜV gehen, weil ich glaube, dann kriegen wir so oder so keinen TÜV. Ich finde die Lichterketten toll. Unterbodenbeleuchtung und so. Woof. Woof. Berg. Actually, das Step-Up. Hat sein Timer offen? Nein. Es ist Haut vor Knochen. Ah. Ha. Wo man Timo doch. Wo man doch Woof. seinen Namen erwähnt. Woof. Da kommt er. Berg. Grüß dich. Woof. Woof. Nein, nicht gegen Otto. Berg. Alter. Junge. Sag mal, hackt's. Alter, das Junge, das kannst du. Das schöne Auto. Warte mal, wenn das jetzt noch fährt. Ja, natürlich nicht. Alter, Junge, kannst du doch nicht. Ich glaube aber tatsächlich, das Einzige, was er rausgerissen hat, ist einfach die Batterie. Heimo, geht's dir noch ganz gut oder was? Ja gut, dann muss ich wohl das Safe Game nochmal starten. Also mal, wir merken uns, wir lassen nicht das Auto vor Timo stehen. Das ist nicht gut. Spielautomat. Also ich weiß, damals war es so, wenn er gegen das Auto gefahren ist, ist er umgeflogen. Und war halt dann K.O. Jetzt ist es anscheinend so, dass der einfach alles, was in seinem Weg steht, einfach wegkickt. Okay. Dann warten wir einfach mal, bis der Typ kommt. Was ist, wenn ich dem jetzt vor dem Weg laufe? Ich glaube, dann fährt er einfach durch mich durch. Ja. Ey, aber der grüßt gar nicht mehr. Damals hat er immer gegrüßt. Timer. Okay. So, ich habe mir gleich mal so ein geilen Reparatur-Dings gekauft. Timer, mach auf. So einen schnellen Reparaturkasten. Woof. Mir fällt gerade der Name Woof. nicht an. Berg. 300 Mark kostet er. Aber gut.
In der letzten Folge habe ich übrigens vergessen, die Mods zu verlinken. Für diese Folge mache ich es. Ich habe ja immer noch diese Mods und vielleicht noch Darf. ein paar mehr. Eventuell. Ich habe nämlich mal ein paar neue Mods runtergeladen. Und ja. Woof. Einerseits will Woof. ich nämlich auch bald mal die Rallye Dark. versuchen. Müssen wir den Grill auch abschrauben? Ernsthaft. Ich meine, irgendwie macht das schon Sinn. Aber hätte ja sein können, dass es auch so geht. Woof. Meine, mein Samaka, so vieles möglich, was eigentlich nicht möglich ist. Woof, So, Grill ab. woof, bark. Und die Dinger ab. So, und hier kommen jetzt noch Bark. Glühbirnen rein. Taimo, mach doch mal auf. Sag mal. Ich muss was trinken. Woof, woof, bark. Woof, woof, bark. Ja, Wuff, Wuff, Bark. Endlich. Okay. Ja, ich bin's. Ich brauch dich nicht. Was ist hier eigentlich drin? Oh, ein Spielermod. Ein Kasten Bier. Trink kein Bier, aber ich brauch's gerade, weil es gibt hier in dem Spiel komischerweise nichts anderes zu trinken. On siinäkin saatana kallis tarra, kun että helvetti tuommoisesta Suomen kuvasta, niin pitää maksaa Was? monta sattua markkoa, että eikä jossakin purkkapaketista saisi Okay. halvemmalla noidakin, mutta ei, kun Ich se brauche pitää olla se Zündkerzen. tietty Nee, ich brauche. Hast du nicht irgendwo Fuse? Nee, Batterien? Nee. Ich kaufe mir mal ein Lotto-Ticket. Woof, woof, bark. So. Bark. Ach, hier oben. Ich wollte gerade sagen, wie viel brauchen wir? Zwei noch. So. Dann grüß dich. Woof, woof, bark. So, das stecken wir uns ein, Woof, genauso wie das und woof, das brauchen wir jetzt. bark. Ach, wusste ich's doch. Das ist eine drin. Bark. So, den Müll tun wir natürlich richtig entsorgen, indem wir das unter die Erde drücken. Woof, woof, So. bark. Das dahin natürlich auch, weil wir müssen ja vorbildlich sein. Und drücken das unter die Erde. Macht das auch nicht in Real Life. Macht das nicht in echt. Das kann man hier nur machen, weil hier die Mülldeponie darunter ist. Und das ein Spiel ist. Woof. Müll immer in Mülltonnen. Dort, wo Müll hingehört. Und nicht irgendwo in die Umwelt. Ist nicht gut. Wo Woof. ist der Grill? Woof. Dark. Tschuch. Grüß dich. Bark. Wo ist der Grill? Wo ist der Grill? Kaufen wir mal noch was zu essen. Aber wo zur Hölle ist der Grill? Okay, um Woof. ehrlich zu sein, ich habe Bark. keine Ahnung, wo der Grill jetzt war.
bin wieder dran und dann geht's ab zum TÜV. Woof. Woof. Bark. Woof. Woof. Bark. Ja, woof und bark. Du kommst mit. So, jetzt geht's ab zum Grill. Nicht zum Grill, zum TÜV. Bark. Grillen können wir später. Woof. Woof. Bark. Ich weiß nicht, ob wir die Lichterkette dran lassen dürfen. So, wir machen sie ab. Doppel, du kommst raus. Warndreieck haben wir drin. Woof. Doppel, du kannst mitkommen. Sehr gut, Doppel. Grüß dich. Sogar mit Handschuhen. Woof. 300 Woof. Mark. Ich hoffe echt, wir haben alles. Aber eigentlich Lichter müssten funktionieren. So, dann heb mal an das gute Stück. Natürlich habe ich jetzt die Lichter nicht getestet, aber eigentlich müsste sie funktionieren. Auspuff habe ich auch dran. Es müsste eigentlich alles korrekt sein. Dann müsste eigentlich den Tisch bestehen. Alter. Junge. Mach mal ein bisschen sanfter, du sollst. Das Ding ist nicht mehr so das Neueste. Du sollst keine Löcher da reinschlagen. Was ist denn mit seinem Schraubenzieher drauf? Ja, das sagen mir viele. Sag mal auch Fletari, du wirst es kaum glauben. Glaub ich. Eikäs tuu jumalat poikasi eikä mun ihe. Jaa, nii, da wird schon nix. Ei se voi näin, ei se oh voi näin. Oh my god, näin. Wir haben es geschafft. Ei mikään katsastus päätty, näin onnellisesti. Wir haben es aber geschafft. Ich kann kein Finish. Woof. Jedenfalls nicht so gut, dass ich das alles übersetzen könnte. Aber anscheinend heißt das bestanden und das heißt danke und das heißt willkommen. Woof. Woof. Bark. Oder auf Wiedersehen. In dem Zusammenhang mit Udelen. Ich glaube, das heißt auf Wiedersehen. Bark. Danke für. Keine Ahnung, was das heißt. Man könnte es aber auch umstellen auf Englisch. Woof. Woof. Ha, siehst du? Bark. Wiedersehen. Danke fürs. Woof. Okay. Dann haben wir es bestanden. Berg. Na komm, da wo. Weiß ich nicht. Muss ich hier noch was unterschreiben? Berg. Oder ist das okay? Okay, ich lasse das mal bei dir. So. Woof. Ha. Woof. Berg. Das haben wir. Muss man die anschrauben? Ich weiß das gar nicht. Scheint nicht so. Na dann, Doggo. Komm herein. Doggo. Ah, hier. Woof. Doggo. Hinein ins Auto. Und jetzt fahren wir nach Hause. Die Folge ist schon sehr lang. Woof. Woof. Berg. Aber ey, wir haben den TÜV geschafft. Immerhin etwas. Was war das Falsche?
Das fahren wir wenigstens nicht mehr illegal mit dem Ding durch, Kante. Immerhin. Okay. Was wollte ich denn noch machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht so sagen. Achso, ich wollte Woof. Mal nach Hause fahren. Woof. Denn ich habe mir eine Mod installiert. Mit einem sehr schönen Aussehen. Oder Accessoire für das Auto. Und dazu muss ich nach Hause fahren. Und angeschnallt werden. Oh Junge, renn doch nicht auf die Straße. Woof. Und die Fahrt würde ich jetzt einfach mal cutten. Das kann eventuell eine Weile dauern. Dark. Alter. Dark. Alter, zum Glück war ich angeschnallt, sonst wäre ich jetzt dead. Hat der was kaputt gemacht? Ich bin überrascht, dass das nicht getan hat. Alter. Nicht so. Aber ey, es ist nichts kaputt gegangen. Ich bin erstaunt. Dark. Ja gut, da ist er wenigstens weg. Weil von denen hatte ich hier jetzt am meisten Angst. Woof. Und wenn der jetzt erstmal weg ist, Woof. Können wir erstmal nicht fahren. Dark. Wir sind angekommen und das Telefon klingelt. So. Wer ruft denn da an? Feld. Haben wir denn überhaupt irgendwelche Jobs? Außer die beiden. Na gar keine. So, okay. Woof. Woof. Jetzt mal was trinken. Dark. Woof. Woof. Dark. Vergammelte Pizza. Lecker. Allerdings. Oh. Hat sich das Auto ein bisschen verteilt. Aber ich wollte nämlich nur etwas erledigen, bevor die Folge zu Ende ist. Nämlich sehen wir hier eine neue Haube. Actually, eigentlich gibt es noch eine andere. Aber eine neue Haube. Wenn ich jetzt mal unser Werkzeugkasten finden würde, könnte ich euch auch demonstrieren, wie sie aussieht. Alte Motorhaube ab. Woof. Woof. Dark. Alte Motorhaube ab. Kommt in die Garage. Genau. Irgendwie hier so hin. Als Überlage. Und neue Motorhaube dran. Woof. My summer böser Blick. So. Woof. Woof. Dark. Das ist natürlich die Frage, wird hier festgeschraubt? Also ich gehe mal davon aus. Woof. Woof. Dark. Woof. Woof. Dark.
Anscheinend wird sie nicht festgeschraubt. Ja, ich habe jetzt keine Farbe hier, lol. Damit würde ich sagen, wäre es das für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo, habe ich gerade schon gesagt, lol. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommis. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.